herzlich willkommen. Wir machen eine neue Runde mit unserem Priesterdeck. Ihr seht es schon an der linken Seite. Es ist noch ein sehr, sehr starkes Anfängerdeck. Es ist nur eine legendäre Karte drin, und zwar unser Manipulator, den ich einfach mag. Und der Rest sind eigentlich alles ganz herkömmliche Karten, die ihr so auch recht einfach bekommen könnt. Und ja, schauen wir mal, was wir jetzt bekommen an Gegnern. Ich weiß, ich wollte auch eigentlich mein Deck ein bisschen umbauen. Ich wollte diesen ganzen RNG-Kack rausnehmen. Also hier Karten sammeln vom Gegner. Weil man halt eben nie weiß, was hat er für Karten. Und meistens bekommt man dann halt eben auch den ganzen Mist ab und nie das, was man eigentlich möchte. So, wir bekommen einen Hexenmeister. Okay, dann bekommen wir eure Seele wird mir gehören. Den ganzen, das Licht wird den Sieg bringen. Kruscht. Das können wir drauflassen. Die zwei können wir wegnehmen. Verdoppelt und kopiert. Okay, mit dem Kopieren können wir schon mal was anfangen. Und er wird wahrscheinlich wieder seinen Blaumen als Anfang spielen, oder? Ja, typisch. Es ist so typisch. Die spielen immer ihren Blaumen am Anfang. Macht aber nichts. Wir holen uns einfach mal eine Karte von ihm. Und bekommen auch einen Lepra-Gnom. Das ist nicht schlecht. Damit können wir ihm ein bisschen... Ja, wir lassen es mal noch. Wir warten mal noch auf die nächste Runde. Okay, er spielt auch den Lepra-Gnom. Den entfernen wir ihm natürlich gleich schmerzhaft und spielen einmal seinen Lepra-Gnom. Aber wir spielen unsere Priesterin. So. Weil die uns jetzt Karten ziehen soll. Und hoffentlich auch Wurz, je nachdem, was er jetzt macht. Er wird in Runde 3 könnte er eigentlich schon entsprechenden Schaden da haben. Und ja, er nimmt uns weg. Eine heilige Nova ist dran. Sie macht ja trotzdem immer noch einen Schaden. Das ist nicht schlecht oder nicht schlimm. Deswegen können wir jetzt hier auch diese Kombination spielen. Wir hätten sie ja auch hochsetzen können auf eine Sixerin. Oder? Ach, das machen wir einfach sofort. Nächste Runde. Einmal ihn wegnehmen. Einmal uns heilen. So. Wir machen sie gleich ein bisschen ekliger. Mein Schild für Argus! Okay, er macht beide eklig. Wen nimmt er weg? Den Lepra-Gnom? Okay, er haut sie so weg. War natürlich sehr klug von ihm. Kann man nicht anders sagen. Ja, wir kriegen ihn nicht direkt weg. Aber wir können ihm die zwei Schaden noch entgegenhauen. Deswegen heilen wir uns ein bisschen. Der scheint mir ein ganz klein wenig bisschen ekliger zu sein. Deswegen hauen wir ihn weg. So. Nächste Runde, es geht weiter. Jetzt wird es für uns schmerzhaft. Ein Ampel-Golem. Gut, wir räumen ein bisschen auf. Ich denke, ist auch mal hier angebracht. Sieht er eh hier dreckig aus. Einmal wegnehmen. So, das nächste können wir dann in der nächsten Runde machen. Indem wir sie spielen und extrem schwierig machen. Das sage ich natürlich danke. Okay. Sein Leroy muss weg. Ist nicht meine
schuld. Und jetzt bauen wir was. Ein Konstrukt für ihn. Ist jemand verletzt? Einmal. Und mit beiden Karten hochsetzen. So. Und er kann sich jetzt wahrscheinlich schon denken, was jetzt passiert. Ich bin gespannt, was er macht. Muss das sein? Das Dingo! Ja! Okay, 4 Schaden drauf. Jetzt seid ihr in Schwierigkeiten. Und er haut alles rein, was geht. Okay, das ist schön. Wir heilen uns erstmal ein bisschen. Warte mal, wie viel fällt hier? Wie viel hat sie bekommen? 3, 6. Moment, 3. Sollte ich mir gründlich auf überlegen. 6 auf 12. Gut. Wir haben einfach mal alle ein bisschen. Bekommen dann 5 Schaden. Auch haben wir keinen. So. Sofort. Wir ignorieren alles von ihm. So. Er geht in Angststellung. Das ist schön. Naja, da kommt nicht viel. Hat er noch irgendwas? Er hat noch 6 Schaden dran liegen. Ja! War schon dabei! Ja, war wohl nichts für ihn. Gut gespielt! Danke! Und wir haben gewonnen mit unserer 12er-Zischung. Bekommen wir zum Schluss sogar noch eine Karte durch seinen Angriff. Das war natürlich schön. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Einblick gegeben in das Spiel mit diesem Deck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Like. Wenn ihr noch Empfehlungen habt oder Vorschläge, wie wir das Deck verbessern können, schreibt diese bitte in die Kommentare. Ja, und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.